Herzlich willkommen an Bord Ihrer Expeditionsreise ins Eis. Hier ist der Podcast von eisexpeditionen.de. Christina Hillemann ist Ihre Botschafterin und absolute Expertin, wenn es um Reisen in die Antarktis und Arktis geht, und nimmt Sie mit in die unberührten polaren Regionen dieser Erde. Begeben Sie sich auf die Spuren von Roald Amundsen, Sir Ernest Henry Shackleton oder Fridtjof Nansen und werden Sie selbst zum Entdecker. Herzlich willkommen zur 170. Folge unseres Podcasts. Wir sind zurück von einem ganz, ganz besonderen Ereignis und einer fantastischen Expeditionsreise mit unserer Eisexpeditionengruppe. Und ich freue mich, dass der liebe Niklas sich zur Verfügung stellt und heute ein bisschen Rede und Antwort steht. Hallo lieber Niklas, grüß dich, wie geht's dir? Hallo Christina, gut. Bist wieder zurück mit mir, heil und unversehrt angekommen, würde ich sagen, oder? Genau, und 2 Kilo schwerer mindestens. Das lag daran, dass wir zu wenig gelaufen sind. Oder an dem guten Essen, genau. Und ja, wir haben zu Beginn tatsächlich die Möglichkeit gehabt, an einer Schiffstaufe teilzunehmen. Und für dich war es, wenn ich richtig weiß, die erste Schiffstaufe in deinem Leben? Ja. Das ist ja schon mal ein ganz, ganz besonderer Moment. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, über das Schiff der Ocean Albatross von Albatross, also von Albatross Expeditions. Und wir wollen ein bisschen über die Taufe sprechen, aber wir fangen erstmal an, zu Beginn so ein bisschen über das Expeditionsschiff zu sprechen. Für dich war es ja eigentlich gar nicht so ganz das erste Mal, weil auf dem Schwesternschiff der Ocean Victory bist du ja schon in der Antarktis gewesen. Genau, es war ein bisschen wie nach Hause gekommen, aber doch ein bisschen anders. Ja, und jetzt bin ich gespannt, was für dich die Ocean Albatross erstmal im Vergleich generell zu anderen Schiffen ausmacht. Warum ist das Schiff für dich besonders? Wie hat dir das Schiff gefallen? Erklär mal kurz das Schiff. Also es ist halt so ein schönes, kleines, schnuckliges Expeditionsschiff. Es ist vielleicht auch noch eins der, also nicht ganz so großen, es sind ja so 150 Passagiere mit Expeditionsteam an Bord. Ich glaube 180 Packkapazität maximal. Genau. Und das hat halt diesen sogenannten Crossbow von der norwegischen Ulsteinwerft. Das heißt, es sieht schon mal alles so ein bisschen anders aus, wenn man es sich anguckt, als so ein erstmal komisch, oder? Ja, erstmal komisch. Mittlerweile hat man sich dran gewöhnt. Es ist ja so ein Schiffsbug, der ja eigentlich verkehrt rumgeht und der sich ja also für den Offshore-Bereich entwickelt wurde und dadurch soll das Schiff besonders ja gut durch schwere See fahren. Und was ich an dem Schiff halt immer noch wieder schön finde, ist gerade so eine Kabine auf Deck 4 mit dem Balkon so schön nah am Wasser, ist halt immer schön zum Fotografieren von Wildlife, was so rechts und links erscheint. Du hast ja fantastische Walfotos schon in der Antarktis gemacht, aber auch jetzt hast du die ein oder andere Lumme zielsicher abgeschossen mit deinem Objektiv quasi. Was macht das Schiff noch für dich besonders? Die Größe hast du eben gesagt. Dann ist es die Nähe zum Wasser auf der Balkonkabine, habe ich verstanden. Genau. Der Crossbow, über den wir vielleicht auch nochmal kurz sprechen sollen, ist es denn wirklich ruhiger bei Seegang? Also ich finde schon, dass gerade wenn die Welle sehr senkrecht aufs Schiff kommt, also sagen wir mal, optimal durchs Wasser durchfährt, das Schiff nicht so viel stampft. Es ist, ich weiß nicht, ob es durch dieses hohe ein bisschen kompakt ist. Sie rollt vielleicht, also das Rollen ist nicht ganz so weg. Das ist auch immer das Schwierigste, also diese seitlichen Bewegungen. Gerade wir hatten das im Skagerrak zwischenzeitlich, dass die Welle sehr von der Seite kam. Das merkt man schon, aber es ist halt aushaltbar und angenehm an Bord. Also ich habe nicht ganz so viele Probleme mit Seekrankheit. Also von daher, ich finde schon, es ist ein schönes Schiff und sie geht, daher hatten wir einmal relativ hohe Wellen direkt voraus. Da merkt man schon, dass das Schiff relativ wenig stampft. Ich wollte gerade sagen, du warst ja sehr, sehr begeistert. Ich bin gerade verwundert über diese Zurückhaltung. Denn es ist ja auch mal sehr subjektiv. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie versprechen, auf dem Schiff wird keiner seekrank und das liegt absolut ruhig im Wasser, weil es bewegt sich halt doch. Und ich glaube, das tut aber jedes Schiff, wenn man ehrlich ist. Aber du persönlich warst ja sehr angetan und ich kann Ihnen sagen, liebe Hörer, ich habe ja einen kleinen Wellenlehrgang gekriegt von Niklas. Also da waren ja Wellenrichtungen zu sehen, die für mich waren es einfach Wellen, aber doppelte Wellen hintereinander, übereinander, sich querkreuzend laufen von
von 90 Grad rechts. Also Niklas hatte da einen kompletten Überblick, wie die Welle gerade kam. Ja, wenn man das im Studium mal gelernt hat. Genau, und ja, es war sehr spannend für mich auch. Also auch ich bin wieder klüger aus dieser Expedition rausgegangen. Man muss sich auch mal mit den Gästen ein bisschen unterhalten, dann funktioniert das auch. Und ja, muss ganz ehrlich sagen, auch ich finde, das Schiff hat unfassbar ruhig gelegen. Und wir gehen bestimmt auch noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Wir wollen ja auch noch eine weitere Folge aufnehmen zu der Reise an sich. Aber jetzt sprechen wir erstmal über das Schiff und über die Taufe. Die Taufe war ja in Kopenhagen und das ist ja schon ein sehr, sehr besonderes Ereignis. Und für mich war es nicht die erste Taufe, aber mit Sicherheit eine der schönsten. Das darf ich definitiv so sagen. Die war wirklich perfekt. Beschreib du uns doch mal, wie so diese Zeremonie abgelaufen ist. Was haben wir erlebt? Ja, es war eine, ich fand, familiäre Zeremonie, kann man sagen. Also wir sind direkt vom Flughafen in den Innenstadthafen gegangen. Also, man hätte zur kleinen Meerjungfrau rüberspucken können, so nah waren wir dran. Du kannst aber weit Aber spucken. es waren halt nicht irgendwo außerhalb, das ist der nächste Vorteil dieser kleinen Schiffe. Sie kommen halt immer irgendwie in den kleinsten Winkel, wie wir vielleicht näher von der Reise auch noch erzählen. Und wir sind da empfangen worden, es lag ein roter Teppich aus am Zugang zum Hafen. Sind begrüßt worden von der Crew, von Albatros, also Von der Familie selbst auch. ja, von der Familie. Und ja, haben das Gepäck relativ schnell losgeworden und hatten dann ein Glas zum Anstoßen auch schon in der Hand. Und dann gab es, was ganz schön war, da ist direkt ein Restaurant gewesen. Das hatte die Wand quasi offen. Das waren so wie so ein, ja, wie so eine Balkontür sozusagen. Man konnte sich reinsetzen. Es gab draußen was, eine Kleinigkeit zu essen. Man hat gesehen, dass ganz viele Dänen die Chance genutzt haben, das Schiff zu besichtigen, und die waren da eingeladen. Also es war Trubel, aber es war trotzdem wieder, den man irgendwie so kannte oder den du kanntest, hat einen begrüßt, man hat Zeit zum Reden gehabt, und das war ein ganz schönes Ankommen schon mal, bevor es eigentlich aufs Schiff ging. Und dann war dann irgendwann die Zeit gekommen, dass das Schiff getauft werden sollte. Da sind natürlich alle raus. Und vorher, ich würde gleich nochmal eben eingreifen, es ist so ein bisschen diese skandinavische Gelassenheit, ne? Also der Skandinavier kann ja auch Luxus, aber er macht das eben irgendwie eher in so einem Understatement. Und so hatten wir an Fingerfood von Sushi, Kaviar, Lachs, aber auch ganz viel wie eine kleine Expeditionsreise. Wir hatten lateinamerikanisches Fingerfood dabei, tolle Tacos auch zum Volles Beispiel. skandinavisches Gebäck. Dann gab es eben auch ein Kuchen- und Kaffeebuffet. Also es war alles da. Es waren Champagner, es war Weißwein, Rotwein, Weißwein gut gekühlt, Champagner gekühlt. Es lief ganz viel Personal rum. Ständig kam wieder jemand mit so einem Flying Buffet, also und mit Kleinigkeiten, die man probieren sollte, könnte, wenn man möchte. Und man konnte ja, wie du sagtest, drin sitzen. Draußen waren auch überall Stehtische. Das war schon echt toll. Es war schön, und dann um 2 sollte das Schiff getauft werden, Bei und strahlendem Sonnenschein. das Wetter war fantastisch. Und dann standen wir halt alle irgendwie draußen an der Pier und versammelten uns. Die Familie stand oben auf dem Deck, und es gab eine kleine Ansprache von dem Gründer von Von Albatros. Sören Rasmussen. Und seine Frau hat dann schlussendlich das Schiff getauft. Und Berit, ja. es war eine Viertelstunde ein bisschen erzählt über die Geschichte von Albatros, über das Schiff selber und den Weg dahin, dass es jetzt da ist. Also, wir, die Schon auf, emotional. ja, und selbst, es war Dänisch, aber selbst, ich meine, wir kommen jetzt beide aus Norddeutschland und verstehen ein bisschen Plattdeutsch. Und ich glaube, wir haben den Kontext und den Sinn hat man verstanden, nicht jedes Wort. Das war aber auch völlig in Ordnung. Und ja, dann wurden die Gläser erhoben und der Eisblock fiel. Ja, es gab einen Eisblock. Genau, das Schiff ist dann traditionell mit einem Eisblock getauft worden, für ein Expeditionsschiff passend. Genau, so ganz traditionell ist ja eigentlich eher die Champagnerflasche, aber für ein Expeditionsschiff ist es natürlich toll. Und das gab es vorher auch schon mal bei dem einen oder anderen Schiff, dass man einen riesigen Eisblock nimmt, der wird dann genauso wie die Flasche ans Seil gemacht und geht dann gegens Bug. Und ja, den hast du auch wunderbar aufgenommen und Genau. fotografiert. Auch Also. zerbrochen, also von daher, das Schiff kann weiter immer mit einer Handbreit Wasser unterm Kiel fahren und unter gutem Omen der Taufe die nächsten Reisen aufbrechen. Absolut, genau, richtig. Ja, das ist natürlich etwas, was jeder irgendwie, wenn er Glück hat, mal erleben darf. Gab es denn während der Taufe einen Moment, der dich besonders berührt oder beeindruckt hat? Also ich glaube,
tatsächlich so ein bisschen, man hat rausgehört, mit welchem persönlichen Engagement und auch welches Herzblut einfach auch von der Familie dahinter steckte, so weit zu kommen, diese zwei Schiffe sozusagen zu fahren und zu berädern. Und das war eigentlich das Schöne und ja, natürlich auch, dass der Eisblock erfolgreich zerschellt ist am Bug. Absolut, genau. Ich fand persönlich so wunderschön, daran merkt man eben auch, dass das wirklich ein Familienunternehmen ist, dass Sören Rasmussen mit seiner Frau Bäre, die ja auch die Taufpatin, wie gesagt, war, dann mit den Kindern, mit den Enkelkindern, die standen oben da an dem Bug und die Kinder waren total aufgeregt und es war wirklich, es war eine familiäre Zeremonie und diese Familie hat das oben auch wirklich ganz toll, also vom kleinen Kind, vom Enkelkind bis hin zu. Alle haben es Zum gefeiert und alle, genossen. genau, und alle waren super stolz und aufgeregt. Das war ein ganz, ganz toller Moment, auch die Kiddies da oben zu sehen, quasi. Ja, die Symbolik der Taufe, Niklas. Schiffe werden ja oft als weiblich betrachtet, also die Ocean Albatross oder das Motorschiff MS Ocean Albatross. Und eben auch traditionell mit einem weiblichen Namen getauft. Welche Deute oder Bedeutung siehst du denn eigentlich so in dieser Tradition, Schiff zu tauchen? Also ich glaube, es ist wichtig, im Schiff einen Namen mitzugeben und die Wünsche mit dem Handbreit Wasser unterm Kiel und natürlich auch der heilen Fahrt, gerade bei diesen Schiffen durchs Eis. Und ja, ich komme aus einer norddeutschen Stadt. Ich habe ein bisschen die Schifffahrt in der Familie und in den Schiffbau. Von daher finde ich, es ist ein emotionaler Moment und ich finde es einfach schön, den Schiff einen Namen zu geben, es einfach so zu feiern, dass es da ist. Es war ein toller Rahmen, auch einfach diese Einladung an alle, sich das Schiff angucken zu können und zu zeigen. Und ja, jetzt fährt sie sozusagen auch ganz offiziell mit dem Taufsegen durch die Richtung polaren Arktis. Gewässer. Genau, richtig. Ganz genau. Ja, das geben wir gleich mal ein bisschen, gehen wir weiter, gehen wir mal an Bord. Also du hast eben schon gesagt, von den geladenen Gästen, die da waren, es war natürlich nicht irgendwie Open Pier und jeder konnte rein, man musste schon auf der Liste stehen und eben auch Es mit ist ja Pass. immerhin ein internationaler Hafenbereich, wo Genau. alle Restriktionen gelten und Sicherheitsbestimmungen. Auch das ist ganz wichtig heutzutage. Genau, also dementsprechend die geladenen Gäste hatten eben die Möglichkeit, einen Schiffsrundgang zu machen, in kleineren Gruppen, wenn sie noch nie drauf waren. Das mussten wir jetzt nicht, weil wir hatten ja das große Glück, dass wir nach der Taufe direkt an Bord gegangen sind für unsere Reise, die wir dann unternommen haben auf den Spuren der Wikinger mit der Ocean Albatross. Und ich würde gern von dir einmal erfahren, wenn du an das Leben an Bord denkst, also wie wir es täglich auch erlebt haben, ohne jetzt schon im Detail auf die Reise einzugehen. Gibt es da so besondere Annehmlichkeiten oder Aktivitäten an Bord, die dir besonders gefallen haben? Ja, also wie immer das, was eine Expedition ausmacht. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, die Natur zu sehen, ob vom eigenen Balkon, ob von der Observation Lounge, ob vom Deck, ob von den offenen Decks, wo man hingehen kann, die Vorträge im Vortragssaal. Es ist immer dieses Stück Wissen dabei oder auch einfach die Möglichkeit, wenn man dann zwischen den regulären Mahlzeiten Hunger hat, weil man sich gerade fotografisch verausgabt hat, gibt es Was bei dir eigentlich nie passiert, ne? nein. Nein, nein. Gibt es halt immer irgendwie einen Keks und im Zweifel bringst du den Keks halt vorbei, wenn man selber nicht dran So denkt. kümmere ich mich um die Gäste, genau. Ja, Keks und Kaffee, es ist immer schnell das versorgt. ist halt der 5-Sterne-Eisexpeditionsservice. Und nein, es ist einfach, ja, man fühlt sich zu Hause auf dem Schiff und auch die Crew und das Hotelpersonal, des Expedition Staff, alle wollen halt einfach, dass man sich zu Hause fühlt und das, ja, ist einfach schön. Nun hatten wir diese besondere Taufe, die wirklich ja auch eine großartige Zeremonie war, haben wir eben drüber gesprochen. Wir sind an Bord gegangen und dann war die erste Fahrt nach der Taufe. Das war, glaube ich, nochmal ein ganz emotionaler Moment. Die Familie stand auf dem Deck vor der Brücke mit dem Kapitän beim Auslaufen. Viele Gäste standen mit uns zusammen am Deck. Strahlender Sonnenschein, Kopenhagen, Wahnsinn, der Das Blick. Wetter geht einfach nicht Nein, es besser. war keine Wolke am Himmel, es war alles blau. Die
Der ganze Albatros DAF, der leider nicht mit konnte und in Kopenhagen zurückgeblieben ist, sozusagen, kam an den Pier und hat uns verabschiedet und hat gewunken und Gesungen. gesungen. Das ist, ja, wir haben es im Video so ein bisschen auffangen können, was es noch gibt von der Reise. Es war aber so ein ganz emotionales Auslaufen. Einfach, ja, alle haben sich gefreut, dass das Schiff jetzt frisch getauft Richtung Norden aufbricht. Richtung Norden heißt, wir sind Dänemark erstmal treu geblieben. Wir sind dann über Skagen gefahren, von Skagen auf den Spuren der Wikinger nach Horgesund und dann haben wir Schottland noch ein bisschen erkundet und sind dann in Aberdeen wieder ausgestiegen. Es war ja auch für unsere Gäste nur ein kurzer Trip, aber trotzdem war die Atmosphäre nach so einer Taufe doch ein bisschen besonders, ne? Ja, es ist noch mal so ein bisschen. Mit der Gründerfamilie an Bord, ja, und alle waren irgendwie, jetzt ist es endlich vollbracht, wir haben sie endlich getauft. Das war schon, ja, hatte schon so sein, irgendwie war es ein bisschen Es war so ein bisschen festlich. das Ankommen von so einer Reise. Sie war quasi in der Heimatstadt, in der Heimatbasis von Albatros. Und das ist schon, man hat es gemerkt, dass das alle emotional sehr mitgenommen hat. Im Absolut. positivsten aller Sinne. Also es waren mehr Freudentränen und keine Tränen der Trauer sozusagen. Thema Umweltfreundlichkeit. Mir sind ganz viele Sachen positiv wieder aufgefallen. Expeditionsschiffe nehmen hier ja oft auch so ein bisschen die Vorreiterrolle in Sachen Umweltschutz ein. Ich weiß, dass viele immer denken, man hat einen riesigen großen Fußabdruck. Wir reden aber eben nicht von der Containerschifffahrt. Wir reden nicht von den schwimmenden Städten, die wir auch zwischendurch mal erleben durften auf unserer Reise zweimal. Ja, leider. Genau, also wenn wir dann das kleine Beiboot waren und nun sind die Expeditionsschiffe ja eben, wie ich eben schon gesagt habe, Vorreiter, weil sie oft eben neueste Technologien haben. Gib uns doch mal ein paar Beispiele. Was ist dir an Umweltfreundlichkeit? Warum ist es nachhaltiger, mit so einem Schiff zu fahren? Was ist dir aufgefallen? Ja, einmal ist es halt ein modernes Schiff, hat moderne Technik, effiziente Motoren, Maschinen, Technik. Und da versuchen sie einfach schon ihren Footprint klein zu halten. Und dann sind es die vielen kleinen Dinge, kein Einwegplastik irgendwo. Es ist also nicht irgendwas nochmal eingeschweißt. Es gibt auch keine PET-Flaschen an Bord. Es ist halt überall, also auf jedem Deck sind mehrere Wasserspender, wo man sich Trinkwasser holen kann. Müllvermeidung ist einfach so ein ganz großer Punkt. Man merkt das auch, wenn man ein bisschen auf die Menükarte guckt, dass einfach auch geguckt wird, wie auch nicht aus der Küche herausgegangenes Essen einfach wieder genutzt werden kann oder auch entsprechend so eingekauft werden kann, dass es einfach zusammenpasst. Und es sind viele Punkte, ob Wasseraufbereitung und also letztendlich das Schmutzwasser, was auf Trinkwasserniveau aufbereitet werden kann, bevor es wieder ins Wasser zurückgegeben wird. Jetzt auf der Reise, wo wir Häfen hatten, halt Wasserübernahme und Abgabe auch an Land sozusagen. Das sind alles so Punkte, wo man einfach merkt, dass diese Schiffe getrimmt sind, einen möglichst kleinen Fußabdruck zu hinterlassen. Mir ist es auch nochmal aufgefallen, bei dem Thema, dass es nicht ständig ein Bordprogramm in Papierform für alle Gäste gab, sondern dass man klar gesagt hat, wir hängen das auf den Fernsehern, hängt es überall aus, auf den, sowohl in der Kabine als auch überall in den öffentlichen Bereichen. Und gewisse Sachen hängen wir einmal gegenüber der Rezeption aus. Da ist eine Liste, wo man sieht, wer ist welche Zodiac-Gruppe. Und da ist eine Liste, wer steigt in welchen optionalen Ausflug. Und das war's. Das konnte man abfotografieren oder man konnte immer dahin gehen. Aber es ist natürlich deutlich nachhaltiger, als wenn wir das immer in Papierform. Ja, du kennst es von der Reise hier, wo man nachher mit so einem großen Leitsordner voll Papier wiederkommt und denkt, was braucht man davon jetzt? Und nee, das ist einfach, ja, in so vielen Punkten wird es einfach versucht zu vermeiden und einzusparen. Und es geht aber an keinster Weise, ist ein Komfortverlust da. Überhaupt nicht. Und was mir auch aufgefallen ist, aber auch nur, weil ich das mittags tatsächlich gerne genutzt habe, ist, dass sie den Bacon fein krümeln, den sie morgens beim Frühstück hatten, der nicht genutzt wird. Und der wird in ganz, ganz kleine Krümel zerkrümelt quasi und den kann man sich mittags über den Salat machen. Das war auch großartig. Ja, oder dass Sachen abends noch mal so als Fingerfood am Miss verarbeitet wurden vom Genau, Mittag beim und Vortrag, beim Recap nochmal wurde das vom Mittag nochmal so ein bisschen genau als Amnesgirl ist richtig auch nochmal weitergegeben. Das ist schon, ja, viel, was sie da machen, neben der Vorträge, die natürlich auch immer so ein bisschen Richtung nachhaltig nochmal drängen und ja, nochmal die. letztendlich ja auch die Art und Weise, wie das Schiff fährt, welche Geschwindigkeiten es fährt. Das ist halt nicht das Und schwimmende mit. Hotel, was volle Kraft gibt, sondern
Man nimmt sich die Zeit, in dem effizienten Maschineneinstellungen zu fahren. Und das passt einfach wunderbar zur Reise, weil das Drumherum ist ja auch immer die Attraktion. Und wenn wir dann immer ein bisschen langsamer durch einen engen norwegischen Fjord fahren, ist das da auch ganz schön. Absolut, absolut. Ja, das Thema Crew haben wir vorhin auch schon mal angesprochen. Wie war denn so dein Verhältnis zur Crew und ja, wie haben die mit dir oder mit anderen Gästen interagiert? Wie war dein Gefühl dabei? Fühlt man sich als Deutscher, wenn man eben, also das muss man vorweg sagen, es ist ein englischsprachiges Schiff und selbst wenn wir manchmal schreiben, deutschsprachiger Guide an Bord, dann heißt das, dass da ein Guide an Bord ist, der vielleicht mal eine Hilfestellung geben kann, aber es sind ja Vorträge auf Englisch. Und wie hat dir dieses internationale Verhalten, also gefallen von Also der Crew? du weißt, dass ich es sehr gerne mag. Ich bin jetzt auch in einem internationalen Unternehmen und für mich ist es gang und gäbe, auch tagsüber Englisch zu schreiben und zu reden. Und ich habe da im Urlaub auch kein Problem mit, auch wenn ich es immer noch wieder übe, weil das ist ja Ein anderes, als wenn man das Business-Englisch nimmt. genau. Und es ist auch dem Service in keiner Weise ein Abbruch. Alle versuchen einem zu helfen, wenn es da mal Kommunikationsschwierigkeiten vielleicht auch auf der anderen Seite gibt, dann versucht man sich zu helfen. Es ist trotzdem so, dass im Restaurant oder wo immer man auch ist, es wird auch versucht, einem die Wünsche quasi abzulesen, bevor man sie selber hatte. Das heißt, man braucht dann auch gar kein Englisch. Die sind einfach so gut. Schon da. Ja, man braucht gar nichts bestellen. Es ist einfach da, was man gerade denkt, was man bestellen möchte. Und wir beide kannten den Hotelmanager von unseren Ach, vorherigen Oliver. Reisen. Oliver ist so toll. Also das ganze Team ist toll, aber das liegt halt auch Ja, daran, also. dass der schon so toll ist. Ja, und tatsächlich ein Großteil des Hotelstaffs kannte ich aus der Antarktis von dem Schwesterschiff und da haben sie schon eine grandiose Reise abgeliefert und das haben sie jetzt nochmal getoppt und ja, es ist toll und auch die Vorträge sind, man kann gut zuhören, es ist halt, sag mal, es ist halt von wissenden Leuten, teilweise aus der Wissenschaft kommen, aber auch so aufbereitet und ich glaube, man muss einfach, den Anspruch habe ich auch nicht, jedes Wort zu verstehen, weil es ist immer irgendwo Fachvokabular bei, wo ich auch sage, selbst in Deutsch würde ich nicht jedes Wort verstehen können oder manchmal jeden Satz und müsste nachfragen, wenn jetzt der Biologe erzählt oder wir hatten eine tolle Archäologin an Bord, wo ich mich, und die Wikinger, das war für mich neu, da musste man dann, ja, hätte ich im Deutschen genauso zweimal hinhören müssen und man kann aus dem Kontext eigentlich immer alles verstehen. Meistens steht das noch auf den Vortragsfolien. Lesen, finde ich, hilft ja auch immer noch Und mal und Bild. ja. Aber das ist ja wie Fernsehen mit Untertiteln gucken, ob man das Englische nun so übt, ob man noch mal Untertitel dazu hat. Das ist ja schon eine Hilfe. Ja, wenn man was nicht verstanden hat, fragt man einfach entweder direkt oder im Nachgang oder mal einen anderen Guide. Und sie sind alle hilfreich. Das Einzige, was Colleen, das war Archäologin, gesagt hat, bitte nicht beim Frühstück, weil sie kein Morgensmensch ist. So, das war halt die einzige Joke, Einschränkung. kleiner Joke am Rande, genau. So hat sie sich vorgestellt, ja. So, und ja, aber das ist halt, man möchte, also alle möchten halt, dass man eine tolle Zeit an Bord verbringt und auch das Wissen mitnimmt und da wird einem halt auch geholfen. Man muss halt vielleicht manchmal nur noch einmal nachfragen. Absolut. Jetzt haben wir tolle Eindrücke gehabt vom Schiff. Du hast das ganz großartig auch mal aus deiner Sichtweise beschrieben und das ist auch immer mal ganz wichtig, weil ich kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Wie sehen denn so deine zukünftigen Reisen aus? Also ich meine, ich weiß es ja und ich weiß, dass wir uns dies Jahr auch noch ein paar Mal öfter auf dem Schiff begegnen. Wenn du jetzt an Albatross Expeditions denkst, dann könntest du dir vorstellen, nochmal wieder mit Albatross zu fahren und was könntest du dir vorstellen, wäre nochmal interessant mit Albatross? Also sofort wieder. Ich finde, beide Schiffe sind schön. Sie haben kleine Unterschiede, wobei ich sagen muss, der Whirlpool war vielleicht jetzt ein bisschen warm. nein, aber es sind beide schöne Schiffe und ich habe beides mal ein tolles Expedition-Team erlebt, große Teams und ja, ich glaube, du weißt es. Und nochmal ein Traum ist tatsächlich, die große Antarktis-Route zu fahren mit den subantarktischen Inseln. Aber auch auf Spitzbergen. Also ich habe mich letztes Jahr mein Herz da auch ein bisschen verloren, als wir unterwegs waren. Ja, also von daher, ich glaube, in jedem Fahrtgebiet kann das Schiff und das Team ausspielen, was sie können, und man kann tolle Reisen erleben. Absolut.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Lieber Niklas, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und ja, ich denke, in der nächsten Folge berichten wir dann auch nochmal fleißig über die Reise, die wir auf den Spuren der Wikinger erlebt haben. Ich danke dir, danke den Hörern fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss und danke fürs Zuhören. Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.